Mama know he's out too late, doing things he shouldn't do. Clever boy got time to waste, but nobody got time for school. Drinking up and smoke cigars, knowing he'd be sick for days. Clever boy got time to waste. Clever boy got time to waste, and while his future just slips away, baggy jeans and snapbacks dreams away. He'd never forget that wish he made years ago in high oh, that he'd become something. Na, wenn das nicht mal ein Zufall ist, Hein Hansen. Och, ja, der Herr Green, moin. Wie geht's? Ja, Moment, lassen Sie mich mal was Vernünftiges anziehen. Ja, Sie rennen hier nackt im Laden rum, was ist denn passiert, Herr Hansen? Ja, ich suche gerade eine Badebüchse. Ach du heiliger Bimbam. Ja. Wollen Sie schwimmen gehen? Wetter sieht aber nicht so danach aus, ne? Ja, es gibt ja beheizte Whirlpools und so, ne? Ja, natürlich. Ja, Hansen, Sie wollten ja vielleicht auch noch investieren, da können Sie sich ja immer noch gerne melden, ne? Wir stehen jederzeit zu Diensten. Ja, Moment, ich zieh mir mal was an, dann können wir kurz draußen snacken. Alles klar, ja, ziehen Sie mal über. Die Hose steht übrigens nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weiß ich, ist nur so viel jetzt. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA Real Life. Da sind wir auch wieder in der City. Na, Herr Hansen hat sich da auch schnell was übergezogen. Vielleicht investiert der ja was. Zufall, dass wir ihn jetzt gerade hier treffen, zum Start. Ist nur mal zum Überziehen, ne? Ja, das geht doch. Ich meine, die ist schon in Ordnung. Wann holen Sie sich denn endlich mal ein neues Sakko? Da hatten wir ja schon öfter mal drüber geredet. Ja, ich finde das schick. Aber der Schnäuzer steht Ihnen auch. Ja, danke. Ja, wegen Investieren und so. Ich glaube, das wird mit uns nichts mehr. Warum das denn nicht, Herr Hansen? Ja, ich habe mal mit ein paar Leuten geredet und die sagen, sie sind nicht so seriös. Ach, wer sagt das denn? Ich werde Ihnen jetzt ja keine Namen nennen. Ich bin zwar alt, aber ja nicht blöd. Ach ja, aber das müssen ja Gerüchte sein bei solchen Sachen. Wahrscheinlich Leute, die... Ja, also ich sag mal so, letztes Mal, als ich Sie gesehen habe, haben Sie so eine Klapperkiste gefahren und hatten nicht mal ein Büro, ich meine. Ja, jetzt haben wir ein Büro. Jetzt haben wir ein Büro und zwar ganz da oben in den Maze Bank Towers. Da, die gerade so schön im Nebel gehüllt sind. Da werden wir jetzt investieren. Und ja, da haben Sie sich einige Gewinne natürlich jetzt entgehen lassen, Herr Hansen. Wir haben hier einige Teilnehmer, die sind wirklich begeistert von diesen Gewinnen. Bis zu 300% haben die gemacht jetzt, in 2-3 Wochen. Aber da müssen sie sich natürlich nochmal alles durch den Kopf gehen lassen. Es ist natürlich immer so, dass es Unmut von allen Stellen gibt, ne? Die Finanzwelt ist groß und es gibt natürlich auch immer so Leute, die sagen auch, ach Gott, oh Gott, die Aktie kannst du vergessen, ne? Das kannst du ja völlig in der Pfeife rauchen oder den und den Coin oder das und das und das, alles Betrug. Und in Wirklichkeit, haben sie selber gesehen schon im Leben, sind es dann die besten Aktien oft. Ja, es ging jetzt nicht unbedingt um bestimmte Aktien, es ging mehr darum, dass die Leute meinen, sie wären nicht ganz koscher. Ach so, ganz koscher? Das wundert mich aber, dass die, dass da der Eindruck vermittelt wurde. Also da. Ja, aber wie erklären Sie sich das denn, dass die so eine Schrottkarre gefahren haben die ganze Zeit? Ach, ich gebe nicht viel auf dem Auto. Ich investiere das lieber in unsere Immobilien- und Bankeninvestments. So kann ich zum Beispiel den Benny Bideway anstellen und habe mir das Geld dafür lieber gespart. Denn jeder muss ja mal durchstarten, ne? Und nach meiner Karriere gemeinsam mit dem Herrn Finkel von der Maze Bank und den ganzen Privatbankiers, habe ich halt einen schweren Absturz erlitten, bin ich ganz ehrlich zu Ihnen, Herr Hansen. Vielleicht kommt es daher. Nur da musste ich mir natürlich erstmal alles wieder neu aufbauen. Aber wenn Sie wüssten, wie es läuft, dann würden Sie gar nicht zögern, nicht eine Minute, und würden weiter investieren. Aber ich will Sie da gar nicht bedrängen, Herr Hansen. Sonst meine Seriosität. Besuchen irgendwann. Genau, das können wir gerne regeln. Genau, wenn ich da bin. Ich bin jetzt im Moment natürlich viel unterwegs, aber da können wir gerne natürlich drüber reden. Ja, machen wir dann. Ne? Hansen, ich muss jetzt auch weiter, also überlegen Sie sich das gerne. Jederzeit stehe ich Ihnen zu Diensten, ne? Ja, ich suche mir jetzt eine schöne Badebüchse raus. Ja, machen Sie das, dann gehen Sie planschen ein bisschen. Ja, schönen Abend wünsche ich Ihnen. Wo wollen Sie denn hingehen hier?
mehr? Ja, Privatparty ist das. Oh, ja, da wünsche ich viel Spaß. Ja, ein paar Damen kommen auch, so ist das ja nicht. Ja, sehen Sie, und hätten Sie jetzt noch ein bisschen mehr Geld aus der Tasche, würde es auch heute Abend mit den Damen klappen. Sie werden sehen. Wenn es heute Abend nicht klappt, dann rufen Sie mich an. Ja, schauen wir mal. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss, Herr Hansen, hat mich sehr gefreut. Ja, die erzählen wieder alle Scheiße über uns, ne? Das ist echt ein Problem. So. Leute, heute gibt's auch ganz andere Themen. Richtig krassen Struggle, richtig krassen Schissel. Und deswegen müssen wir jetzt mal eben hier vorne rüber zum PD rennen, zum Police Department. Und was die letzten Folgen nicht alles los war mit United, mit Walter und dem Knast. Und vielleicht gibt's da jetzt auch Neuigkeiten, was da los ist mit dem Valley Walder. Warum eigentlich zum Polizeirevier? Vielleicht hat er wirklich neue Informationen bezüglich Gerichtsverfahren und so, der Walter. Die Damen. Nein, es geht. Wie geht's dir? Alles gut. Naja, gut, ja. Was heißt gut, ne? Warum? Ja, ich meine, hallo, die letzten Tage waren schon heftig. Ja, ja, wir haben gerade eine Information gesteckt bekommen, dass der Weber beim Vanilla Unicorn Security anscheinend da was gesungen hat. Mann, der ist ein richtiger Singvogel geworden, der Weber. Der hat Scheiße erzählt. Der hat gesagt, wir hätten irgendein Motorrad angezündet, was wir niemals gemacht haben. Von Singvogel, Brian, Alter. Der ist krank. Der ist krank in der Birne. Ich glaube, der ist paranoid. Ja, mittlerweile glaube ich das auch, du. Und ich muss heute zu jemandem hin, Brian. Wem denn? Warte, mein Telefon bimmelt. Herr Fox! Oh, das ist doch der Anwalt. Besser. Ja. Ja, den brauche ich jetzt auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Akten jetzt endlich freigeschaltet wurden für uns, für den Anwalt. Ich weiß auch nicht, was die da gemacht haben im PD die ganze Zeit. Du brauchst den auch, wahrscheinlich. Ne? Nein, ja, den genau. Nimm dir den beide. Ja, ja, genau, wir haben schon die Aktenfreischaltung beantragt bei dem PD, aber die haben halt irgendwie nicht den Arsch hochbekommen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht haben sie es jetzt freigeschaltet, mal gucken. Und Karl 1 hat also mal wieder Scheiße erzählt, obwohl wir die Sache eigentlich aus der Welt geschaffen haben. Anscheinend schon, ja. Aber kommt das wundert mich auch nicht. Von einem Bekannten, vom Stein. Okay. Hat der Walter angerufen. Bleibt halt die Frage, ob es stimmt, ne? Weiß man halt nie, aber... Ja, kann ich mir schon gut vorstellen in der aktuellen Situation. Hey, da brauchst du mir nicht erzählen. Sobald der Karl-Heinz einmal eingeschüchtert wird, zwitschert der wie ein Singvogel, der auf Paarungssuche ist, so, weißt du? Das ja, Hauptsache den eigenen Arsch retten, ne? Das kennen wir. Und so ist es. Immer dasselbe. Aber mein Anwalt. Meine Anklageschrift ist immer noch nicht da. Mein Anwalt kann immer noch nicht arbeiten. War eine Überraschung. Schön. Und er hat dann auch mitbekommen, dass ich letztens vom Herr Greif und Herr Lentsch auf öffentlicher Straße wegen meinem Fall angeschaut, also dass sie mich da rausgezogen haben. Ja, das ist ja cool, das ist ja gut. Das hat er auch mitbekommen. Und weißt du, ist jetzt ein Polizist über die Straße letztens gelaufen und hat gesagt, ich würde Völkermord betreiben, Alter. Ja. Weißt du, was ich vermute? Ja. Ich glaube, die zögern das raus. Die haben immer noch nicht genug gegen dich in der Hand oder gegen uns, weißt du? Oder die zögern irgendwie. Haben Spitzel und wollten dass es jemand anderes klärt. Das ist für mich eher schlüssiger. Warum das denn? Ja, aber warum sollten die so lange dafür brauchen? Ich verstehe es nicht. Vielleicht hoffen die, eigentlich haben die doch alles in der Hand, Leute. Ja eben, vielleicht haben die eine Hoffnung, dass sich das selber erledigt. Ihr wisst schon, ist die Sache klar wie Kloßbrühe. So, also, dass die dich noch nicht schon längst eingeknastet haben, dass die dich überhaupt gehen lassen. Irgendeinen Plan verfolgen die doch, Mann. Das verstehe ich nicht. Also beim Heino kann ich das irgendwie noch nachvollziehen, dass der am freien Fuß ist. Aber du, Mann, du hast beinahe wen umgebracht. Vielleicht sind die auch einfach zu faul und denken sich so, wir haben eh genug Gangs in der Stadt, so lass die mal machen, ne? Ich meine, ja, du bist ja überall bekannt. In jedem Mund bist du. Ich muss heute mich mit Sugar treffen, Mann. Alter. Was? Warum? Ich ziehe das auf mich, dass ich das gesagt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir ausgerutscht ist oder sonst was. Keine Ahnung. Du hast das bei der Polizei gesagt. Ich glaube, das geht nicht gut, Mann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Inzwischen gibt es so viele Verwirrungen und so, ich blick da nicht mehr durch. Mir ist es aber wichtig, dass meine Freunde, dass hier nichts passiert. Deswegen ziehe ich das auf mich. Weil das Ding ist, ich habe einen Joker im Ärmel. Wenn mir jetzt was passieren würde, wüssten die Cops sofort, wer das war. Und deswegen, das könnte uns allen das Leben retten und vielleicht beendet sich die Sache irgendwie dadurch. Weißt du? Außerdem habe ich heute wohl noch ein Treffen mit den Leuten von Vanilla Unicorn. Hast du denn die Kontaktdaten von Sugar oder von einem von denen? Nee, ich muss den Basti erreichen. Ich glaube, der würde mir mit Freude die Nummer geben, ja. Wird er nicht. Ich hab die Nummer. Stopp, leg wieder auf. Ich hab die Nummer von Sugar Ray. Willst du mir die geben? Ich wollte gerade sagen, die Leute von Seacast, die haben doch voll den Hass auf uns aber, jetzt. Aber du hast sie nicht vor mir, ne? Nein. Natürlich, verstehen wir uns. Aber die suchen dich auch, ne, Brian? Ja, aber immer noch? Wir haben das doch geklärt. Ne, die suchen alle. Hä, warum? Hä, wer sucht wen? Warum suchen die uns denn wieder? Keine Ahnung.
Kann ich glaube, der Kölner meinte irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Den 069, ja? 305. Okay. Ja. 943. Oh, jetzt haben wir schon wieder. Geht nicht ran. Drin ihr wisst, wir lassen uns was? Jetzt auf. Also, ich lasse mich jetzt auf den Teufel persönlich ein, ne? Aber ich muss dazu jetzt stehen. Ich muss das jetzt durchziehen. Ich glaube, das ist die einzige richtige Entscheidung. Also das Gute ist, was vielleicht dir in die Karten spielen könnte, ist, dass sich die Lage mittlerweile ein bisschen beruhigt hat, dass du vielleicht diesmal ein bisschen besser mit Sugar reden kannst. Aber besten, ja. Der weiß halt, dass du beim letzten Mal das komplett abgeschritten hast und ich weiß nicht, ob das dazwischen steht. Ich werde ihm auch erklären, warum. Weil ich Angst um mein Leben hatte, weil Karl-Heinz Weber auch da war und ich wollte einfach nur erstmal friedlich da rausgehen. Ich werde das mit Karl-Heinz Weber alles auf den Tisch hauen. Der wird dich nicht gehen lassen, der wird dich umbringen, Mann. Wenn du dem sagst, dass du den verraten hast. Warum willst du das machen? Warum willst du es sagen? Weil es nach der Gerichtsprozesshandlung sowieso rauskommt, nach dem Gerichtsprozess. Und dann bin ich erst recht tot. Und so kann ich mal versuchen, selber. Warum sollte das nach dem Gerichtsprozess rauskommen? Weil ich glaube, die Beweislage, die wird ja aufgenommen. Ja, die spielt gegen ihn, ganz klar, da hast du recht. Aber so würde ich praktisch meinen Mann stehen und eventuell es noch selber machen können. Also noch hast du auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Nur ist die Frage, wie du das anstellen willst. Schwierig. Ich meine, ich werde da reinmarschieren. Ja, nee, nicht, eben nicht. Ich lasse dich auf keinen Fall da alleine reinmarschieren, Alter. Sag mal, geht's noch? Die packen dich ein und dann fahren die dich sonst wohin und wir sind. Habt ihr mittlerweile eine Knarre wieder? Ich kann mir keine Knarre holen. Der Lensch hat mich, die beobachten mich auf Schritt. Ich wurde letztens von der Polizei verfolgt, alles und die. Ja, bei mir ist gerade auch immer eine Streife in Anführungszeichen vorbeigefahren. Also bei mir ist zurzeit echt, mir hat der Lensch. Ja, aber wer braucht eine? Er braucht unbedingt eine. Das Ding ist, mit der Knarre, kommst du da sowieso nicht hin. Also da kannst du es ganz vergessen. Du kannst da nicht mit Knarre mal. Nee, aber wir beide könnten uns zum Beispiel beim Treffen irgendwo gut positionieren mit Knarren. Nein, das sollten wir gar nicht tun. Nee, wir sollten direkt mit offenen Armen auf den zugehen. Ja, vielleicht wendet sich das Blatt. Einfach mit offenen Karten spielen, vielleicht. Warum sollte der das Blatt wenden, wenn er erfährt, dass du ihn bei der Polizei verraten hast, Mann? Da wendet sich gar nichts. Muss mal kurz hin. Hallo, mein Guter, wie geht's Ihnen? Ja, okay, wir sehen uns ja gleich, ja? Okay. Was gibt's? Wir haben gleich ein Gespräch mit jemanden. Deine neuen Freunde oder was? Das kann eventuell interessant werden. Warum? Das sind nicht irgendwelche Leute. Bist du sicher? Ich sag, frag nochmal, bist du wirklich sicher, dass du das hier auf der Straße besprechen willst? Und ich sag irgendwo, ja nicht, wo wir alleine sind. Wir fahren dahin jetzt. Brian, okay. Moment, aber wichtig ist, halt bitte die Klappe. Ja. Wirklich. Und im Notfall? Nichts sagen. Überhaupt nichts sagen, wirklich. Du wirst gleich sehen, warum. Nichts sagen. Tu mir den Gefallen, ja? Okay. Du wirst, es ist wirklich wichtig, wir dürfen das nicht verkacken. Komm mit. Okay, erzähl mir jetzt kurz, warum und wieso. Damit ich vorbereitet bin. Der Karl-Heinz, das mach ich auf dem Weg. Okay. An. Na dann mal los. Also wo wir jetzt hinfahren, das habt ihr nie gesehen und werdet ihr auch nicht nochmal sehen, eventuell, ja? Mhm. Ich hab da Leute kennengelernt, die ziemlich viel Macht in dieser Stadt haben. Dagegen ist Seekers und sonst was ein Scheiß gegen. Aber die haben mich aufgesucht. Mit welcher Gewissheit haben die ziemlich viel Macht? Bist du sehen. Das sind die Jungs vom Glücksspiel in der Stadt. Okay. Casino? Eine fucking Untergrundmafia, Alter. Der Benny und ich werden auch noch die Idee, illegale Straßenrennen zu veranstalten. Ja, ja aber klar, mit dem Emperor oder was? Ich sag's nochmal. Die Leute sollen kommen mit ihren geilen Autos. Bitte gleich nichts sagen, Leute, ja? Das ist wirklich wichtig. Okay, jetzt erzähl mir mal deinen Plan und wer das genau ist und warum ich beschatten soll. Jetzt gleich. Also die Jungs, wo wir jetzt hinfahren, das ist jemand anderes. Ach so, die haben gar nichts damit zu tun mit deinem Plan. Noch nicht. Okay. Die denken, ich bin ein Unschuldslamm. Und ich muss den heute ich muss ihm das gleich stecken, was alles passiert ist. Kann sein, dass dem Herr das auch nicht gefällt. Okay. Und die sind also auch sowas wie eine Gang, wo wir jetzt gerade hinkommen. Das ist eine Mafia, Alter. Und das sind nicht irgendwelche Leute, die haben fette Karren, alles. Hm. Also sowas wie United. Ja, aber im Untergrund. Hm. Du hast diese Leute noch nie gesehen. Das ist kein Witz. Ich hab die noch nie gesehen, diese Menschen. Und wenn du siehst, was die für Karren fahren und so, das ist schon. Ja gut, Los Santos ist groß, ne? Wir kennen ja noch so einige Leute nicht. Über einen Steinbruch da.
Ihr seid jetzt gleich meine Also Heino bist ja sowieso mein Geschäftspartner, aber du auch, Brian. Ja, ja gut. Aber nichts sagen, wenn ich dich was frage. Das ist super wichtig, wirklich jetzt. Wir dürfen das nicht verkacken, weil die können uns echt noch den Arsch retten. Warum fahren wir da hin? Weil es ein guter Kontakt ist. Positiv. Weil ich dem Mann vertraue. Okay. Na warum? Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei dem. Nicht, dass wir uns jetzt gerade hier in die nächste Scheiße begegnen. Nein. Komm, Brian, wir verlassen uns auf das Gefühl von Walter. Das hat sich doch die letzte Zeit immer bewährt. Ja, genau. Ja. Nee, das ist wirklich eine Sache, die interessant ist, weil niemand kennt diese Organisation, die wir jetzt gleich treffen. Niemand. Ah, ich bin gespannt. Und ich habe die letztens getroffen. Und du erhoffst jetzt von diesen Typen Verbündete für die Probleme, die mit United aufkommen könnten? Nein. Nie United oder eine Gang da erwähnen. Ja, ich erwähne ja gar nichts. Wir haben alles abgesprochen. Ja. Überlass United nicht mit reinziehen, gar nichts. Es geht um was ganz anderes. Okay. Die wollen in unser Geschäft investieren und das nicht mal mit 1000 Dollar, sondern mit mehreren. Wir brauchen eine gute Geschäftsidee, hat er gesagt, dann sind sie da drin. Die vergeben Kredite, aber nicht, die wollen nicht an uns einen Kredit vergeben, der irgendwie 0815 ist, sondern die wollen halt direkt damit einsteigen. Und es könnte vielleicht, das... Ich glaube, momentan ist eine Geschäftsidee unser kleinstes Problem. Ja, wir müssen die eigentlich auf unsere Seite ziehen, dass wir mit denen rum. Ich bin mal vor allem gespannt. Ich meine, weiter Geschäftsideen genau hin und her. Ist gut, bin ich immer dafür, weißt du ja selber, aber im Moment ist, glaube ich, erstmal überleben und vielleicht sogar nicht in den Knast kommen, auch gesagt. Andererseits, Geschäftsidee könnte Geld für die Kaution bringen. Ne? Aber ich muss den Leuten einen Schritt zuvorkommen. Du könntest denen die Kohle abziehen und dann die Kaution bezahlen. Ich zieh denen überhaupt nicht die Kohle ab, Alter. Nein, meine ich. Ich werde in den Bau gehen. Ich will das Geld nicht für eine scheiß Kaution. Das ist warte mal ab. Vielleicht, wenn die wirklich so mächtig sind, wie du sagst, vielleicht können die uns oder dir auch daraus... Alter, die 240.000 Dollar gekostet. Ja, gut, das heißt auch nichts. Das kann eine Karre vom Papi sein, also immer vorsichtig. Nee. Ja doch, kann immer sein, deswegen. Also, okay, Leute, müssen jetzt halt mal aufpassen, wem wir wem vertrauen. Hier. Jemand an? Er meinte, glaube ich, hier. Ich frage sicherheitshalber nochmal. Okay, dann bis gleich. Jo, super. Jo. Sagt euch den Namen Pascha was? Jungs? Wenn, dann habe ich das nur mal gehört. Nö, sagt mir nichts. Weiß nicht, aber direkt sagt mir das nichts. Mir sagt doch nichts, nee. Ach, wenn ihr übrigens den Herrn Hansen seht, ne? Sagt mal so, dass ihr richtig, richtig viel Cash mit mir gemacht habt, ne? Ja, Heino zum Beispiel. Oh, hast nee. 1000 investiert und 10.000 gemacht. Gebt ja was ab davon. Hast du wieder Leute verarscht auf der Straße oder was? Nee, den Herrn Hansen bin ich schon länger dran. Du wusstest jetzt sogar deinen Namen, Heino. Also ich habe letztens deinen Namen nicht genannt und er hat den anscheinend rausgekriegt. Wer? Der Pascha, den wir treffen. Ach so. Ihr wisst aber nicht, wer der Brian ist. Also Brian... Wir nennen ihn nicht beim Namen und sind aber ruhig. Okay, wie nennt ihr mich denn sonst? Sollen wir einen anderen Namen geben? Gar nichts, nö. Okay. Ja, ich Mario. Ich muss ja vorstellen aus Freundlichkeit. Geschäftspartner. Nein, Mario nein. Luigi heißt du, Mann. Einfach nichts sagen. Ja, wenn er mir sagt Hallo, dann sage ich Hallo. Ja, wer sind klar. Sie denn? Dann sage ich auch, mein Name ist Brian. Ja, ich will ja jetzt keine Mysterium. Wir müssen ihn ja nicht direkt von Anfang an belügen. Wir haben ja auch keinen Grund. Ui, nett hier. Wie gesagt, bitte nichts sagen sonst. Der hat mich in der ganzen Stadt aufgesucht. Der hat sogar bei Leuten überall rumgefragt, wer ich bin und so. Ja, es gibt einen auf jeden Fall ein wunderschönes Gefühl, dass das die besten Freunde werden können. Nee, nicht beste Freunde. Tür Lebensretter. Ach, denn die ja, Tür. Das hoffen wir mal, ne? Das hoffen wir mal. Gucken, was jetzt passiert. Und jetzt? Was passiert jetzt hier? Wir warten. Wir sind unterwegs. Sie kommen jetzt. Okay, wir gehen Besuch. Klappe halten jetzt. Das kann ja was werden. Herr Pascha, ja, wie geht's Ihnen? Alles gut. Sie hat mir von einem Freund erzählt, nicht von dem zweiten. Ja, ich wollte Abend. Ihnen eigentlich das noch mitteilen, aber... Hallo, Hein. No. Ja, wer ist der... Herr Schmachtenberger? Mhm. Der oder der? Das ist meine Wenigkeit. Ja, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herrn. Sagen Hallo. Sie, Guten Abend. Ich sag warte, dir, warte, ich finde das heraus. Wer ist der? Guter Mann. Das ist Brian Green, ein Freund von uns, den könntest du vertrauen. Freut mich, hallo. Guten Abend.
Wenn also Sie, er ist Ihr Partner, aber er ist nicht Ihr Partner. Doch, gewissermaßen schon. Gewissermaßen. Herr Pascha, ich habe Ihnen letztens gesagt, wir haben uns getroffen und wollten miteinander wirklich offen und ehrlich sein, oder? Sie wollen mir jetzt von dem Knast erzählen. Ja, das ist aber das kleine Problem an der ganzen Geschichte. Okay. Was wissen Sie alles? Eine Menge. Dann eine erzählen große Sie doch Menge. Mal. Nein. Sie wollen was von mir. Ich wollte auf jeden Fall mit Ihnen zusammenarbeiten, das wissen Sie ja, oder? Sie wollten oder Sie wollen? Es kommt darauf an, wie Sie das Ganze sehen, ob Sie danach immer noch interessiert sind. Na, erzählen Sie, schießen Sie los. Kennen Sie einen Manuel Parker? Nein. Das ist jemand in der Stadt, der ein ziemlich kleines Licht ist. Aber Herr Parker hat ordentliche Connections zu Gruppierungen in dieser Stadt und hat mich damals entführen lassen. Okay. Nach der Entführung, während der Entführung sind Namen gefallen, die dann bei der Polizei gemeldet wurden von mir, weil ich natürlich wollte, dass Recht und Ordnung hier in der Stadt einkehrt. Es kann ja nicht sein, dass Entführer einfach durch die Straßen rennen. Ja. Es ist aber nie was passiert. Die Polizei ist dem eigentlich nicht auf die Schliche gekommen und hat alle laufen lassen. Okay. Im Anschluss haben wir dann Manuel Parker getroffen. Und er hat mehrmals gesungen. Mehrmals. Ah, 31er, ich verstehe. Ja, genau, mehrmals. Bei den Cops, bei Freunden, bei anderen Leuten in der Stadt einfach gesungen wie ein Wasserfall. Wir haben ihn dann an der Falle gestellt am Hafen. Ich habe ihn dreimal niedergeschossen. Ins Knie. Er ist umgekippt, bewusstlos, wir sind abgehauen. Und deswegen sind wir schon in den Knast? Mehr oder minder. Ich wurde dann, Herr Parker ist untergetaucht, hat sich eine neue Identität gemacht und kam dann auf einmal wieder. Oh scheiße, Sie haben Ihren Job echt vermasselt, oder? Wir haben dreimal auf den Typen geschossen und der steht immer noch. Scheiße, an ihrer Haut, ich möchte nicht stecken. Das stimmt. Ich habe meine Strafe eingesehen, ich wurde verpfiffen. Von einem Herrn Karl-Heinz Weber. Okay. Und noch einem Herrn Van der Kaas. Ja. Den kennen Sie ja bereits. Ja, der hat gesungen wie ein Vogel. Wir haben nicht mal Geld in die Hände nehmen müssen dafür. Genau, und die beiden Herrschaften haben mit der Polizei alles ausgepackt. Die ganze Story, obwohl die involviert waren. Und jetzt suchen mich mehrere Gangs in der Stadt, die mich umbringen wollen. Ich kriege wohl eine Gefängnisstrafe, die sich auf einen Tagessatz von, was meinte mein Anwalt, insgesamt $75,000 beläuft. Oh. Entweder zahle ich das oder Gefängnis. Ja, das und ist lange, ja. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Feinde in der Stadt. Ja, Werden zum Beispiel. Bitte? Werden. Ah, es ist unterschiedlich. Also der größte Feind, den wir eigentlich haben, ist... Herr Karl-Heinz Weber. Weil Herr Karl-Heinz Weber, ja, ein alter Mann mit einer Glatze, der läuft, der arbeitet im Vanilla Unicorn als Tänzer. Ah, Vanilla Unicorn, ich verstehe. Ja. Und der macht Ihnen Probleme? Ein Tänzer? Ein Stripper, ist ein Stripper, oder? Mhm. Also, Sie reden jetzt von Tänzer, der Typ zieht sich aus für Geld, oder? Ja. Entschuldigung, wer? Karl-Heinz Weber. Ist das nicht. Ein etwas älterer Herr, wenn man das so sagen darf. Der arbeitet beim Stein, genau. Ja gut, das wusste ich nicht, aber ich meine den auch mal ein paar Mal gesehen zu haben und habe halt gehört, dass er schon etwas älter sei. Zu den etwas älteren Eisen, sagen wir es mal so. Und Sie können meinen Geschäftspartner fragen. Sie können meinen Geschäftspartner beide hier fragen. Einmal den Brian Green. Machen Sie das Telefon aus. Habe ich. Und einmal, ich mach's mal im Ganzen aus. Weil ja, ich werde gerade von jemandem gesucht, die mir auch ins Leder wollen. Das muss ich gleich noch klären. Und der Heino, der kann das ebenfalls bezeugen. Und der Herr Weber zieht ganz, ganz, ganz viele Leute auf sich. In der Stadt unterschiedliche Leute. Ich kann dir leider keinen Namen nennen, weil dann wäre ich, glaube ich, erst recht tot. Und ich wollte, bevor wir ein Bündnis eingehen, in Zusammenarbeit mit Ihnen auf jeden Fall sprechen und gegebenenfalls, weiß ich nicht, ob Sie da vielleicht einen Rat hätten, einen Tipp, oder ob Sie sagen, nein, mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Weil Sie haben mir gesagt, alle Ihre Jungs haben mit der Polizei nichts zu tun. Und richtig. Ich bin gerade mittendrin. Das ist ein Problem, ja. Ein Problem, das sich aber nicht, also das sich durchaus lösen lässt. Inwiefern? Ach, Probleme lassen sich immer lösen. Klar. Ja. Sie, also verstehen Sie mich nicht falsch. Das, was ich jetzt verstanden habe, ist, Sie werden von einem Krüppel, den Sie niedergeschossen, gesucht, von einem komischen Holländer, der leicht was Tuntiges hat, verraten und ein alter Mann, der strippt, will ihn ans Leder. Nicht er, sondern die, also er, aber auch seine Leute dahinter. Die Security von Vanilla Unicorn zum Beispiel. Jason? Ja?
Also das mit dem Karl-Heinz Weber, das wir können schnell vom Tisch räumen. Deren Security, was sind das für Leute? Das? Ich habe keine Ahnung. Die wollen uns heute hochnehmen. Sie wollen? Die, woher wissen Sie das? Weil ich habe einen Kontakt, der mir das gesteckt hat. Die sind auf der Suche nach uns und wir wollten uns gleich mit denen treffen, um zu gucken, ob wir das Blatt wenden können. Vanilla Unicorn, ja? Ja. Ich telefoniere eben. Sehr heikles Thema. Sehr heikle Angelegenheit. Ja. Aber wenn wir ihnen nicht vertrauen würden, würden wir nicht hier mit ihnen stehen, ne? Da gebe ich ihnen wohl recht. Ich meine, warum die Jungs denen helfen sollten, da ist, als im Walter. Kann man auch sowas nicht erzählen. Aber es scheint echt ein guter Kontakt zu sein. Man dann für sich. Sehr mächtig. Ja, aber gut. Man muss schauen, welchen Leuten man das hier anvertraut. Und wenn man nicht die richtigen Partner hat, dann fällt man auf die Fresse, so wie wir mehrmals jetzt beim Herrn Weber. Ich sag jetzt mal, das Ganze, fällt das nur auf Sie zurück oder auf alle drei, die jetzt hier stehen? Jungs, das könnt ihr ja selber beantworten. Ich weiß nicht, Brian, willst du anfangen? Ja, also im Endeffekt auf alle drei, aber wir sind nicht so betroffen wie Walter Brunnen, aber wir haben sicherlich auch die Problematik des Verrats da nicht genau erkannt und unterschätzt. Und wie gesagt, Karl-Heinz Weber und Manuel Parker stehen definitiv bei uns auf der Liste. Und auch ein Thijs van der Kaas. Was heißt, er steht bei euch auf der Liste? Also als potenziell gefährdende Person einer Gruppierung. Oder okay. Die uns gefährden könnten. Wir können ja jetzt uns in dem Moment sowieso die Hände gebunden. Es wäre jetzt völlig unklug, irgendwie zu agieren, solange Walter unter Polizeibeobachtung steht. Zumindest er dann persönlich kann er natürlich nichts machen. Ja, ich denke auch. Okay, und was haben Sie eigentlich mit dem Herrn Smoker zu tun? Ich? Eigentlich so gar nichts. Es ist, sagen wir mal so, man hört sehr viel von ihm und ich kenne den einen oder anderen Freund von ihm. Ich sag mal, kennen Sie den Herrn Mangold? Ja. Ja, durch ihn, sag ich jetzt mal, habe ich ihn kennengelernt und daher weiß ich halt, wer der Herr Smoker ist. Okay. Aber was soll ich jetzt sagen? Also ich kenne ihn nicht besonders gut. Ne? Ich sag mal, die meisten Geschichten nur von Erzählungen erlebt habe ich eigentlich noch gar nichts davon. Seien Sie froh. Smoker, der ist ein verrückter Kerl. Das, was man hört, das reicht schon. Also das ja, ist schon, das also wollen Sie nicht erleben. Wir haben viel Zeit mit Herrn Smoker verbracht. Übertrifft so einiges. Hören Sie, wie lange sind Sie schon in der Stadt? Was hatten Sie gesagt? Und wie lange haben Sie Ihr Auto? Mein Auto habe ich jetzt ja knapp eine Woche und ich bin knapp einen Monat hier. Ein bisschen länger wie ein Monat. Der Ungefähr. Wagen gehört Ihnen. Exakt, der gehört mir. Ist der Heino? Kann jetzt schon versichern, dass der nächste folgen wird. Ich sag mal, in den nächsten 1 bis 2 Wochen. Wenn Sie keinen Abnehmer dafür haben? Nee, ich behalte beide. Guter Mann. Also ich bin so ein kleiner Autoliebhaber. Hören Sie, ich habe Ihnen jetzt einiges gesteckt. Haben Sie in dieser Stadt irgendwelche anderen Kontakte zu anderen Gruppierungen? Sag mal, das ist immer schwer zu sagen. Man, wie gesagt, ich bin noch nicht so lange hier. Ich bin zwar schon ein bisschen rumgekommen, ich kenne die eine oder andere Person, aber ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen, also sagen, dass ich jetzt gut oder sehr gut mit einer Person bin. Ich möchte ebenfalls auch nicht sagen, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, auf Person X, könnte ich zum Beispiel zurückgreifen, wenn irgendwas ist. Verstehe. So, ich meine, angeboten hat man es, sag ich jetzt mal, aber man ist immer mit den Worten sehr vorsichtig. Sag jetzt mal, natürlich kennt man den einen oder anderen, aber sag mal, wenn es hart auf hart kommt, wird man es ja irgendwo sehen. Das stimmt. Ob sie dann da sind oder nicht, oder ob man sie erreichen kann oder nicht. Ja. Aber das war bei uns leider in den letzten Zeiten nicht so der Fall. Ne. Also hat man sie hängen lassen, sag ich jetzt mal. Definitiv. Ja, und hängen gelassen, verraten, an den Pranger gestellt. Wir hatten Waffen im Gesicht von Leuten, weil eine gewisse Person uns da reingeritten hat. Die letzten Tage waren schon ziemlich heftig, ja. Sag mal, man hat auch gesagt, wenn was ist, stehen wir hinter euch und dann
sag ich jetzt mal, kam nix. Oder, genau. Oder. Ja gut, ich sag mal, das sind sowieso die Besten. Das sind die, die erzählen vorne rum das, was man hören will und hintenrum dann genau andersrum. Traurig, traurig. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Wir haben dann einfach den falschen Leuten vertraut. Ja. Wo haben Sie Auto gekauft? Bei Walkers. Sag mal, wenn wir uns ein bisschen besser kennenlernen oder kennen, lasse ich Sie bestimmt mal fahren. Ja, das wäre sehr nett. Im Gefängnis haben wir sehr viel Platz dafür. Was ist das denn für ein Gefängnis? Blaine County wahrscheinlich. Sie meinen jetzt im Außengelände? Mhm. Okay, ja gut, okay, da ist jetzt wahrscheinlich Fahren nicht angebracht oder erschwert es ein bisschen, aber... Sag mal, ist die Haftstrafe hundertprozentig oder... Ich werde hundertprozentig dem Richter vorgeladen. Die Anklageschrift wird gerade gemacht, mein Anwalt ist dran. Aber ich habe mit der Polizei kooperiert und ich gestehe den Fehler ein. Hätte Manuel Parker, beziehungsweise die ganze Geschichte hätte nicht passieren sollen. Weil man einfach die falschen Leute um sich herum hatte. Ja. Und, okay. Genau, und jetzt nutzen andere das aus, um mir eben ans Leder zu pissen, ne? Ans Bein zu pissen, vielmehr. Ich hatte früher eine Lederhose, deswegen. Ich verstehe. Dass er das jetzt erzählt hat, dass er mit der Polizei kooperiert hat, ist nicht sehr gut. Das Telefonat ging aber lang. Ach, der Herr Stempler redet sehr viel und sehr gerne. Ja, wie sieht's aus? Aber der ruft mich zurück, der weiß gar nicht, was seine Sicherheitsleute alles treiben, scheinbar. Hervorragende Angestellte hat er. Ja. Also das Problem können wir quasi als erledigt betrachten. Sehr gut, dann bin ich ja beruhigt. Man muss sich nur Gedanken machen, was mit so Leuten wie einem Herrn Karl-Heinz Weber in der Stadt passiert. Ich meine, sie wollten ja mit uns ein Geschäft aufziehen, ja? Und wie sie wollten mit uns ein Geschäft aufziehen. Beziehungsweise sie sind mit und sie sind dran interessiert. Richtig. Und das Problem ist nur, wir können halt kein Geschäft aufziehen, wenn wir die ganze Zeit eine Marder haben, die uns in den Rücken fällt. Ne? Das ist das Problem. Was wollen Sie vorschlagen? Das können Sie sich ja wohl denken, oder? Ich kann es mir vorstellen, ja. Aussprechen ist eine andere Sache. Ich verstehe immer noch nicht, was er hier sucht. Also ich verstehe, was er hier sucht. Ich verstehe, was Sie hier suchen. Aber was? Der Brian Green ist ein alter Bekannter von mir. Aus der alten Zeit Liberty City. Er ist Banker. Er ist Banker? Dann haben wir was gemeinsam, Herr Green. Ja. Ach, ich bin Buchmacher. Da kann man nie genug von haben. Freut mich. Also sind Sie ebenfalls interessiert? Ja, Job, durchaus, oder? Natürlich. Okay. Ich bin aber auch noch nicht wirklich informiert, weil Herr Brunn hat da wirklich geschwiegen und hat gemeint, wir treffen einen interessanten potenziellen Geschäftspartner. Mhm. Ich find's gut, dass der Herr Brunn da so gut zu mir ist und so gut über mich redet. Ich habe ja auch keinen Grund, schlecht über Sie zu reden, oder? Na, eigentlich habe ich gar keinen Grund, über mich zu reden. Na doch. Ich mag Ihre Autos und Ihren Hut. Ja, danke für das Kompliment, ja. Aber wir hatten eigentlich gesprochen, dass Sie eben nicht über mich reden. Ja, mit potenziellen Geschäftspartnern und Leute, die man vertraut und mit in den Plan reinholen will, für das kommt ein Geschäft. Gucken Sie, da ruft mich schon Herr Larsen an. Sehen Sie. Er hat eine Knarre gezückt, Leute, habt ihr gesehen? Ob das mal gut geht, ey? Denke mal. Alle Probleme, die es momentan gibt, kann man irgendwie, sag ich jetzt mal, regeln und aus der Welt schaffen. Meine Frage ist prinzipiell, Ihr Geschäft ist ja das Glücksspiel, richtig? Und Kredite hatten Sie gesagt, ne? Wobei Ihr Kollege, der Chinese, macht, glaube ich, die Kredite, oder? Er macht Kredite im kleinen Stile. Sag jetzt mal, wie soll ich das erklären? Das ist schwer für mich zu erklären. Normalerweise weiß ich auch gar nicht, ob ich darüber reden darf oder soll. Sag auf jeden Fall, er gibt Kredite. Er hilft kleinen Leuten Fuß zu fassen. Sage ich jetzt mal so. Und ich sag mal, ich mach das mehr oder beziehungsweise gehe mehr, ist auch im Aufbau, muss ich dazu erwähnen, in die größeren Kredite rein. Das heißt, ich sage mal zum Beispiel, ab 10, 20, 30, 50, vielleicht auch 100, 200.000. Okay, ich verstehe. Das Problem ist,
Da wollte ich mit Ihnen drüber sprechen auch. Der Heino, Schmachtenberger und ich, Sie müssen das so sehen. Das werde ich auch gleich den Herrn Pascha erzählen. Der Brian, ein guter Bekannter, ich vertraue ihm, was finanzielle Sachen angeht. Ich vertraue ihm, dass er ein gutes Urteilsvermögen hat, wissen Sie? Weil, wie gesagt, der Brian und der Heino, wir haben zusammen schon viel durchgemacht und sind alle in dieser in Karl-Heinz Weber Geschichte, da sind wir durch reingefallen. Ja, wir haben ihm vertraut, allesamt wurden alle über den Tisch gezogen. Deswegen stehen wir jetzt als Kollektiv hier, wollen halt mit ihnen zusammenarbeiten. Ne? Und hatte gesehen, dass sie schon einige Männer haben, aber eventuell suchen sie ja noch irgendwann Verstärkung oder Leute, denen sie vertrauen können. Wer weiß, was sich dadurch ergibt, wissen Sie? Weil in dieser Stadt muss man immer irgendjemanden kennen, um nicht eine Kugel in den Kopf zu kriegen. Ja? Und sag mal so, ich bin jetzt schon länger hier. Wir sind alle, glaube ich, schon länger hier. Seit wann bist du auf die Insel gekommen, Heino? Ich glaube, oh, Kopfschmerzen. Autsch, verdammt. Gute Besserung. Herr Green, Sie sind noch da? Jo, bin auch da. Ja, gut. Möchten Sie denn irgendetwas über sich erzählen? Also, sag jetzt mal... Ja, das klingt jetzt falsch und klingt blöd. Ich wollte jetzt sagen, was Sie für anbieten können. Das klingt falsch. Also, ich habe sicherlich umfassendes Wissen in der Finanzwelt gesammelt. Im Bankgeschäft, unter anderem in Liberty City und hier auch in Los Santos. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ein bisschen Steuerprobleme bekommen am Ende, weil wir da so ein paar interessante Versuche gestartet haben, die Finanzwelt eigentlich weiterbringen sollten, uns vor allem weitergebracht hat, aber das hat dem Staat nicht ganz so gepasst. Sie wissen vielleicht, was ich meine. Gerade wenn sie ja auch selber Kredite vergeben. Ja, ich verstehe. Ja, da haben wir natürlich, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen hinter schwedische Gardinen gewandert, weil wir reden ja jetzt hier eh offen. Ja, und dann habe ich hier ein neues Leben angefangen in der Stadt. Und jetzt bin ich hier in Los Santos und probiere mal wieder Fuß zu fassen, was gar nicht so leicht ist. Das wissen Sie auch. Das stimmt. Das heißt, ich kann davon ausgehen, ich sage jetzt mal, eine reine Weste klingt jetzt hart, aber ich sage mal jetzt, polizeilich sind Sie in der Stadt nicht bekannt, oder? Ja, bekannt ist, bin ich mit Sicherheit. Ich denke, der Lensch ist ja nicht dumm und ich wurde natürlich auch zu dem Fall von Walter befragt hier. Aber, also ich bin jetzt nicht irgendwie prekär gelistet, dass da irgendwas wäre, dass sie denken würden, oh, das ist aber ein Übeltäter. Zumindest hoffe ich das. Man weiß ja nie, was sie genau in der Hand haben. Okay, gehen wir mal davon aus. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Polizist oder so, das ist... Ja, das ist halt auch nicht schlecht, da ein paar Connections zu haben, aber ich habe bisher nicht noch keine Einsicht in meine eigene Akte. Aber ich wüsste auch nicht, was es da gibt, weil im Moment halte ich mich auch noch sehr bedeckt. Gerade ist ja auch nicht so lange her, als ich da rausgekommen bin aus dem Knast. Insofern wollen wir es nicht direkt übertreiben. Ja, das stimmt. Ich meine, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Auskunft geben, ob die so... Nee, das machen die auf keinen Fall. Ich denke, da braucht man dann schon einen Kontakt bei der Polizei selber. Das denke ich auch. Ja, ja. Aber das ist auch nicht... Also das lässt sich ja sicherlich auch regeln. Ich denke nicht, dass da jemand seinen Job verlieren will für... Sag jetzt mal eine kleine Information, oder? Nee. Ja, das ist immer, wissen Sie auch, hängt immer wahrscheinlich von finanziellen Darbietungen an. Hängt von der Situation ab. Und ich denke, im Endeffekt ist ja jeder Polizist irgendwo fast käuflich hier, oder? Außer vielleicht der Lensch. Ja, da würde ich es, glaube ich, nicht versuchen. Ich glaub, ja, da würde ich es auch nicht vielleicht versuchen. Nach hinten losgehen, aber also ich meine, beim Stellvertretenden würde ich es vielleicht auch noch sein lassen, aber ich sag mal, bei jedem, sag jetzt mal, Polizisten einfach, den kleinen Polizisten. Ne, ich denke mal, Geld öffnet viele Wege und Geld... Absolut, so ist es. Geld kann man sich vieles holen, auch eine Information. Ich denke mal, jeder hat seinen Preis. Aber Sie haben echt ein tolles Fahrzeug hier. Sind Sie dann hauptsächlich im Ölgeschäft jetzt tätig? Nein, ich bin... Also wenn ich das jetzt, was heißt das hier nicht mache, wenn ich jetzt nicht für das Glücksspiel bzw. fürs Lucky Seven unterwegs bin, auch im Salzgeschäft. Ah, okay. Ja, das soll auch nicht schlecht sein, ne? Es ist am bestbezahltesten, ne? Die Touren, habe ich gehört, wenn man da Meister ist. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich kenne so die Vergütung der anderen Firmen nicht. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich keinen Vergleich machen.
Ich sag mal so, ich bin schon Meister. Mhm. Ich habe viel Zeit investiert. Und mir ist es nicht wert, jetzt tatsächlich diese Zeit jetzt nochmal in einen anderen Betrieb reinzustecken. Man hat so viel zu lernen. Die ganze, ich sag mal, wenn man erstmal klein anfängt als Azubi, dann muss man nochmal von vorne anfangen. Das heißt, ja, das ist schon ein steiniger Weg und dann. Steiniger Weg trifft sie, nachdem was sie machen. Exakt, und ich sag mal dann, wenn man Geselle ist, dann nochmal eine Meisterprüfung, das ist so viel Zeit. Ja, absolut. So viel Zeug, was man lernen muss. Also. Mit dem Glücksspiel ist da sicherlich interessanter. Also, das hört sich ja sehr, sehr gut an. Und da öffnet ist ja viele auch, Möglichkeiten. Ja, und es ist ja wahrscheinlich auch eine Monopolstellung hier in Los Santos, oder? Ich glaube, das gibt's ja noch gar nicht so richtig. Nee, tatsächlich aktuell nicht. Es ist nur mal vor langer, langer Zeit, hat es einer versucht, so habe ich es mir zumindest sagen lassen. Und ich glaube, er hat gar nicht richtig, sage ich jetzt mal, begonnen. Somit, bevor alles schon anfing, hat er wieder aufgehört. Ah, okay, verstehe. Ja. Ich kenne die Person nicht, ich kenne das damalige Geschäft nicht, daher kann ich leider auch nicht viel dazu erzählen. Mhm. Aber es hört sich natürlich sehr, sehr gut an. Sehr lukrativ. Tatsächlich. Ich meine, ich die vertrauen mir. Wie Leute arbeiten bei Ihnen im Unternehmen? Das ist. Ich muss jetzt mal kurz nachdenken. Ich sag mal. So um die. Ich sag jetzt mal sieben Leute um den Dreh. Wenn Sie 9 oder 10 draus machen wollen, können Sie uns gerne anrufen. Sag mal so. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Abgeneigt sind wir nicht, sonst wären wir nicht zusammen. Also würden wir nicht zusammen hier stehen. Also wie gesagt, kann sich einiges ergeben. Wissen Sie, Sie müssen bedenken, wir haben noch nie unsere eigenen Freunde verraten und würden wir auch niemals tun. Ich habe jetzt zwar den Prozess mit der Polizei am Laufen, aber nur um eben meine eigene Strafe, die ich vermasselt habe, abzusitzen, damit ich endlich ein neues Leben starten kann, wissen Sie? Die ganze Geschichte mit dem Parker muss ein Ende haben, auch für mich. Ja, das kenne ich weiter. Das kenne ich. Wir können überhaupt nichts machen. Und es ist wie eine Fußfessel, die wir uns die ganze Zeit hinterher schleifen. Ne? Und an dieser Fußfessel hängt auch der Walter, nicht der Walter Brunnen, der Karl-Heinz Weber. Ah, diese Luft, diese Kälte, da kann man nicht mehr klar denken in dieser Stadt. Ja, das stimmt. Aber wie ich schon sagte, ich denke mal, auch wenn es etwas schwer wird, Probleme lassen sich, denke ich mal, regeln. Ich meine, vielleicht können wir unseren Teil irgendwann irgendwie dazu beitragen. Bevor es nicht zu spät ist, sagen wir mal so. Mhm. Also, da ist man tatsächlich, wenn jetzt die Haftstrafe antreten müssen oder das so weit kommt, da haben wir wahrscheinlich, oder ich sag jetzt mal, wir vom Lucky Seven absolut keine Chance oder keine Macht, irgendetwas zu regeln. Das ist halt sollen rechtlich. Das geht nicht. Sollen Sie auch nicht. Mir geht es eher um eine Geschichte danach. Sehen Sie, das dann ein Kapitel, das abgeschlossen ist. Ich sag mal, wie die Geschichte danach fortgeht, das sieht man. Also das kann man jetzt halt schlecht vorhersehen. Ja, klar. Aber auch, ich sag jetzt mal mit der Vorgeschichte, wenn es da noch Dinge zu regeln gibt, vielleicht kann man die auch in irgendeiner Form bereinigen. Sollte da noch irgendwer was, sag ich jetzt mal, nachkommen oder so. Man weiß es ja nicht. Okay. Oh, der Chef kommt wieder. Da bin ich ja mal gespannt, was der jetzt zu erzählen hat. Der Pusher? Okay, ich glaube, er kommt jetzt wieder. Und der. Herr Brunnen. Ja, bitte. Sie wollten ehrlich zu mir sein. Ich bin immer ehrlich zu Ihnen. Hundertprozentig ehrlich? Kommt darauf an, welche Frage Sie jetzt stellen. Sehen Sie, dadurch weiß ich schon, dass Sie nicht 100% ehrlich zu mir sind. Ich weiß ja nicht, worum es geht. Kennen Sie jemanden, dem Sie vielleicht $40.000 schulden? Sie meinen Herrn Karl-Heinz Weber? Ja. Wir schulden dem Mann keine $40.000. Da ist er scheinbar anderer Meinung. Mhm. Das kann ich Ihnen auch gut erklären. Erklären Sie es. Der Karl-Heinz Weber musste letztens um sein Leben bangen. Okay. Und hat eine Zahlung aufgebrummt bekommen von $40.000, an der wir auch involviert waren. Es waren aber sogar $50.000. Von wem? Wer brummt die leider Zahlen? Wenn ich Ihnen das sage, habe ich eine Kugel im Kopf. Da müssen Sie mir vertrauen. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Die beiden Herrschaften, deswegen sind auch beide hier. Ja. Wissen genau alles über Karl-Heinz Weber, genau wie ich. Der Brian Green ist genau auf die Schnauze gefallen, genau wie der Heino.
Und die 50.000, wissen Sie, wie der Karl-Heinz Silber die abbezahlt hat? Er hat sein Auto verkauft und hat sich einen Kredit von $25.000 genommen, weil ihm die Lunte ging. Und wir beide wollten gemeinsam mit Karl-Heinz Weber die Schulden abbezahlen bei ihm. Und dann hat er uns direkt an einem Abend wieder verraten. Also, für mich habe ich keine Schulden. Ja, also der Herr Larsson, ich weiß nicht, ob Sie den Herrn Larsson kennen, das ist der Herr, mit dem ich telefoniert habe. Ja, kann das sein, dass der Sicherheitschef beim Vanilla Unicorn ist? Richtig, das ist der irgendwie für die Mädchen und für die Jungs und für die Sicherheit zuständig, irgendwie so, ne? Weil der Herr Stempler, der hat wohl irgendwie keinen Schimmer von irgendwas. Ja, der ist so das Gesicht nach Haus und der Herr Larsson hat wohl das Sagen, so. Ja. Das Problem ist, der Larsson hat mir gerade gesagt, dass er sich mit uns, mit Ihnen treffen möchte und hat mir tatsächlich zugesichert, dass Sie die Kugel, die er Ihnen eigentlich geben sollte und wollte, es nicht wert sind. Mhm. Seitdem er den Telefonanruf von mir bekommen hat. Verstehen Sie? Mhm. Der Aufwand, den Schaden, den er damit anrichten würde, ja, Sie umzubringen, mich sauer zu machen, meine Geschäftspartner zu enttäuschen, ist einfach so enorm, dass ich glaube, dass er versteht, dass es sich nicht lohnt. Ja, ich verstehe. Aber Sie können auch mir vertrauen. Ich meine, alle Aussagen, die Sie gehört haben, beruhen auf einem alten Mann, der in einem Stripclub tanzt. Das Problem ist, dass die Leute von dem Herrn Larsson dem alten Mann auf dem Stripclub glauben. Warum? Weil er da arbeitet. Weil sie selber dadurch profitieren. Wenn er tanzt, er arbeitet da. Er ist Teil des Personals. Ist doch logisch, dass sie ihn schützen, oder nicht? Also Sie sind der Meinung, dass Sie ihm keine $25.000 schulden, oder 30 oder so, oder 50. Heino, bist du der Meinung, wir schulden dem Karl-Heinz Weber Geld? Nach der erneuten Aktion auf keinen Fall. Was war das denn für eine... Sie reden wieder in Geheimnissen, Herr Weber, Walter Brunnen. Ja, Sie müssen mich verstehen. Es sind viele, viele, viele Sachen passiert. Ja, und ich versuche Ihnen bei den Sachen zu helfen, weil ich Interesse an Ihrer Geschäftsidee habe. Das Problem ist, es gibt diesen Point of Even Break, verstehen Sie? Irgendwann wird die Aufwandskurve so hoch, dass sie die Gewinnkurve nicht mehr decken kann. Und das ist der Punkt, an dem ich keine Lust mehr habe. Ich verstehe, was Sie meinen, ja. Ich sag mal so, ich erkläre es Ihnen, aber ohne Namen zu nennen. Okay. Der Herr Karl-Heinz Weber hat eine Gruppierung beauftragt, Manuel Parker umzubringen für einen sehr, sehr hohen Betrag, der... dann genannt wurde, $50.000. Mhm. Dadurch entstehen halt eben diese $50.000. Okay. Ja? So. Die Idee war eine, ganz alleine die Idee von Herrn Karl-Heinz Weber. Wir durften bei diesem Treffen mit dieser Organisation nicht sprechen. Na, jetzt erzählt er weiter die ganze Geschichte nochmal. Aber was hier abgeht, ist natürlich richtig, richtig krass. Ja, die Geschichte, die Walter gerade erzählt, könnt ihr in den letzten Folgen sehen. Ob er das alles erzählt ist, ob es so gut ist, weiß ich nicht. Aber der Typ ist auf jeden Fall mächtig. Die Typen sind mächtig und die haben Casino und vieles weiteres. Leute, das ist schon richtig, richtig krass, was hier abgeht. Und wisst ihr was? Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ihr könnt ja mal spekulieren, was da abgehen wird. Mit unserem guten Pavel und Co. Bis dahin.